Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Jetzt war es ja schon ewig her, dass ich ein Tutorial gemacht habe, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, was CapCut so neu für neue Effekte hat, was CapCut so zu bieten hat, wie man auf CapCut Velocity macht, weil ja viele Apps das nicht haben oder weil viele das nicht wissen, wie das auf der Light Motion zum Beispiel geht. Das ist nämlich eine App für Android und Videos da gibt es ja nicht für Android, deshalb zeige ich euch das jetzt heute hier mal. Ich habe mir hier jetzt bereits einen Clip ausgesucht, bei dem ich Velocity machen möchte. Und wie ihr ganz euch gerade seht, ist der ganz normal, also ohne Velocity, ohne irgendwas, nur mit Slow-Mo halt drinnen, den ich halt reingemacht habe. Und wenn ihr jetzt wirklich Velocity haben wollt, dann geht ihr auf den Clip drauf, geht hier zu Stil. Und dann seht ihr hier gleich als erstes das automatische, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber es ist ganz das erste. CapCut generiert euch das. Ihr könntet es sogar anpassen, wie schnell das sein soll. Ich lasse es jetzt einfach mal so und dann sieht das Ganze schon so aus. Und wie ihr seht, ist das jetzt voll und ganz, also Velocity, sieht auch richtig gut aus. Und ja. Ebenfalls hat CapCut jetzt bei den Effekten was Neues. Ihr geht hier auf Effekte. Das sieht, kann bei Edits ganz cool aussehen. Hier daneben, hier auf dieses Körpereffekte. Und dann seht ihr gleich hier am Anfang schon zum Beispiel das. Das finde ich auch extrem cool. Oder das mit Blitz. Hier könnt ihr auch natürlich die Farbe einstellen. Einen Bereich. Und natürlich, wie intensiv ihr das Ganze haben wollt. Und eben auch den Filter. Oder ihr wollt was anderes. Das gibt es zum Beispiel auch. Das mit den Augen, das finde ich jetzt auch ganz cool. Wieder Intensität einstellen. Dann wirklich das und Farbe könnt ihr hier auch einstellen. Also welche Farbe die Augen haben sollen. Allgemein gibt es hier ziemlich coole Effekte, mit denen ihr eure Edits aufpimpen könnt. Und ja, bei Fragen könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, so was ich ein Tutorial machen soll. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.